ich weiß, dass ich mehr bin als nur ein schöner Körper. Aber es ist doch irgendwie auch meine Pflicht als Geweihter der schönen Göttin, nun ja, makellos zu sein. Und ich empfinde diese Kimonos als Makel. Ja, sie sind praktisch, sie eröffnen Möglichkeiten. Aber Raja liebt das Schöne und Nutzlose. Nützlich zu sein ist nichts, was für eine Geweihte der Roten Schwester wichtig wäre. Also ich finde, diese Kiemen tun deiner Schönheit gar keinen Abbruch. Du bist nach wie vor eine wunderschöne Person. Ich finde, diese Kiemen verleihen dir etwas Besonderes. Lamin lächelt. Nun, danke für deine gute Meinung. Ich werde darüber nachdenken. Man findet Schönheit oft an seltsamen Orten. Wisst ihr, viele Leute denken, Schönheit wäre nur so etwas. Nun, die Schönheit einer Statue, die Schönheit eines Gemäldes oder auch eines schönen Körpers. Aber es liegt auch Schönheit im Verfall. Es liegt auch Schönheit beispielsweise darin, wie Raphim seine Klinge schwingt und wie das Blut in weiten Bogen über den Sand spritzt. Es ist keine klassische Schönheit. Aber ich denke, ich verstehe die Maraskaner am besten, wenn sie davon reden, dass die Welt schön ist. Das ist sie. Und wie gesagt, nicht nur das, was herkömmlich als schön gilt. Vielleicht gilt das auch für diese Kiemen. Wie gesagt, werde darüber nachdenken. Saphira lächelt dir nochmal verschmitzt zu und dreht sich um und wird ihr wahrscheinlich ihre Schwester suchen. Die Zeit vergeht und ihr könnt weiter den Geschichten von Haswolf lauschen. Es gibt Andeutungen, dass er wohl tatsächlich Kottnars Hahn getroffen haben soll, aber so weit kommt die nicht, denn die Geschichte endet kurz vor Elberum und da seid ihr aber erst in den namenlosen Tagen bei Gipflak. Genau die Stelle, die Haswolf eben einmal schon verraten hatte. Was möchtet ihr währenddessen noch tun? Zulamin kann natürlich weiter lauschen, den fesselnden Worten. Noch irgendwas anderes? Ja, also mir werden zu viel Halbmatrosen angeschrien. Und zwar Zulamin schaut sich mal an, was die eigentlich so treiben. Denn sie hat zwar keine Ahnung von Seefahrt, aber sie hat immerhin Ahnung davon, wie man Knoten bindet. Verzeihung, Frau Zulamin. Ja. Ich habe das jetzt nicht so genau verstanden. Also, mir wurde kurz vor unserer Abfahrt wurde mir zugeteilt, dass ich jetzt Kartenjunge bin. Und dass ich Karten bringen soll. Und ich sollte jetzt ausgebildet werden von Aviander. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Nun, Avianda ist tot, Kind. Sie hat ihr Leben gelassen dort unten. Wir werden uns nun sowohl um eine angemessene Beerdigung als auch um eine neue Navigatorin kümmern müssen. Okay. Und soll ich jetzt wieder zu den anderen Halbmatrosen gehen oder soll ich hier warten? Soll ich die Karten hier liegen lassen? Nein, hier auf keinen Fall. Legt sie auf Abelmirs Schreibtisch. Aber nun, ich denke, deine Ausbildung wird auf jeden Fall für den Moment ruhen. Aber jemand muss ja vorübergehend die Aufgaben von Aviander nehmen. Ich denke, der Kaplan kann das teilweise überbrücken. Am besten fragst du ihn, ob er deine Hilfe benötigt. Und ansonsten stellen wir dich dem neuen Navigator oder der neuen Navigatorin vor, wenn es dann soweit ist. Okay, ich wollte nur fragen, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe oder so, oder ob jetzt niemand mit mir zufrieden ist.
Aber ich wusste einfach nicht. Ich würde gerne weiter Kartenjunge machen. Nun, dann sollst du das auch. Okay, Wie dann. gesagt, wir brauchen nur einen neuen Lehrer für dich. Okay, dann. Danke. Gut, wo ist denn Aviandas Leiche mittlerweile? Die haben wir ja sicher nicht auf Miras Rücken gelassen, wenn sie Mira sich in Rafims Kajüte zurückgezogen hat. Das weiß Ja, dem Fakt geschuldet, dass in der Kajüte natürlich zu wenig Platz für die Leiche ist, hätte ich sie in die, ja, in unsere, praktisch in unsere Behandlungskabine gebracht. Ja, dort aufgebahrt in den letzten Ehren. Sie ist wohl nur ertrunken. Man hat ihr nicht die Kehle aufgeschnitten oder so etwas, aber ein Opfer an die dunklen, finsteren Götter war es wohl doch. So wie sie dann die Vision von Bahamut eingeleitet hat, liegt sie dann dort leichenblass. Sulamin klopft etwas schüchtern an die Tür und schaut mal, wer so da ist. Herein. Ja, Netia ist selbstverständlich da, gibt gerade wenig zu tun. Ein paar Matrosen haben sich irgendwie ein bisschen geprügelt oder gekratzt, ganz genau. Es gibt da verschiedene Darstellungen von den beiden, die werden aber oberflächlich behandelt, haben auch schon Disziplinarmaßnahmen von Diamantes und von Yalan bekommen. Also ist denen da wohl schon Genüge getan. Und ihre Gnaden Etilius, der irgendwo in der Nähe auf einem kleinen Bett sitzt und die Leiche von Ariander betrachtet. Ariander, wir haben vieles erfahren dort unten, aber ich glaube nicht, dass es das wert gewesen ist. Wir konnten es nicht verhindern. Und sie haben Ariander dafür missbraucht. Nun, dann sollte der Tod nicht umsonst gewesen sein. Wir können ihn nicht verhindern. Wir können ihn nicht zurücknehmen. Etilius, was denkt ihr? Sollten wir in Janka anlegen und sie dort begraben? Wenn sie nicht in der blutigen See bestatten? Nein, das würde ich wahrlich nicht tun. Und auch Janka scheint mir kein guter Ort zu sein, so wie er die letzten Jahre geplagt war. Ich kann mit einigen Alchemiker von Ganesitiana die Leiche haltbar halten. Wir sollten einen Ort finden, der ihrer gerecht wird. Welcher das ist als Avis-Geweihte, weiß ich nicht, aber die Wahl obliegt euch. Oder den anderen. Aber haltbar machen kann ich sie wohl. Ich würde sie lieber noch einige Stunden weiter mitnehmen auf unserer Reise, als dass wir sie an dem falschen Hafen zur Ruhe legen. Nun, da bin ich auf euren Rat angewiesen, aber die Heimat der Geweihten, das Aweysha, nicht irgendwie überall? Denkt Das ihr, ist so. Boron würde es gutheißen, wenn wir sie verbrennen und ihre Asche an irgendeinem ganz wunderbaren, exotischen, abersgefälligen Ort verstreuen? Das obliegt euch. Die Zwerge handhaben es zumindest so, die Verbrennung. Die Beilegung in der Erde mag ebenso ein Weg sein, sie der Erde zurückzugeben, auf dass sie dann dort weiter wandert. Je nachdem, welchen Kulturkreis man eben fragt. Gut, dann halte ich Ausschau nach einem Ort, der ihrer würdig ist. Nun, wenn ihr mögt, fragt doch die Zwergin. Vielleicht kann sie eine der Schmieden so sehr erhitzen, dass es funktioniert. Ich finde es allerdings wahrlich unwürdig. In Elberum wäre eventuell ein solcher Ort, wo man sie beisetzen kann und verbrennen. Ich würde sie aber auch dort nicht in die Erde legen. Über dem Meer ausstreuen mag funktionieren. Oh, es geht nicht darum, was praktisch für uns ist. Es geht darum, was angemessen ist für sie und für die Götter. Nun, wenn Golgari sie übers Nirgendwo getragen hat, dann ist ihre Seele bereits in Borons Reich und wird gewogen. Dann mag sie mit einem Lächeln auf ihren Körper zurückblicken und auch auf dich, dass du ihr eine letzte Reise ermöglichst. Gut, dann tut für ihren Körper, was ihr könnt. Und Firmin,
nimmt das Rosenöl aus ihrem Beutel mit den liturgischen Gegenständen und zeichnet ihr damit ein Bohrungsrad auf die Stirn. Danke, Avianda, für alles. Du warst eine wunderbare Gefährtin. Dann nickt sie den beiden anderen Geweihten noch zu und geht. Rafim, du wolltest was tun. Ja, und zwar würde ich einmal zu meinen Trollzackern gehen. Ich nehme an, die sind inzwischen alle wieder unten im Unterdeck. Ja, genau. Die Seeschlange wurde zerteilt. Dementsprechend sind die Trollzacker wieder allesamt ins Unterdeck gegangen und beschäftigen sich dort mit ihren merkwürdigen Ritualen, ja. Brüder, Schwestern, kommt mal her. König! Ja. Kein Grund hier rumzubrüllen. Und zwar, bald werden wir in meine Heimat fahren, ins schöne Al-Anfa. Perle des Südens. Oh, wenn ihr sie seht, ihr werdet wissen, das ist meine Heimat. Aber bevor wir da ankommen. Vulkanstaat. Ja, aber bevor wir da ankommen, müssen wir alle besser aussehen, als wir es jetzt tun. Deswegen, an den Rüstungen arbeiten wir schon. Es werden Köpfe geschoren, es werden neue Narben gestochen. Wir werden dort ankommen und wir werden den Koga-Clan stolz machen. Verstanden? Koga. Gut. Und dann würde Rafim tatsächlich erstmal von da unten wieder weggehen, würde Zulamin suchen. Ja, du trittst die Wendeltreppe nach oben und kannst dann auf Zulamin treffen, die wohl gerade aus der Krankenstation kommt. Zulamin, da seid ihr ja. Ich brauche eure Hilfe. Immer gern, Raffin. Was gibt es? Und zwar, ich habe da unten 50, naja, nicht mehr 50, 38 Trollzacker. Die müssten einmal entweder geschorene Köpfe haben oder gepflegtes Haar. Und wir müssten die auch waschen. Und die müssten sehr, sehr annehmbar aussehen, wenn die da anfahren kommen. Werfen die ein sonst ein schlechtes Licht auf mich. Und ich habe Verkneift sich ein Grinsen. und das können wir nicht zulassen. Im gleichen Atemzug habe ich mir überlegt, dass ihr vielleicht Abelmir und Jalan sagt, dass sie sich waschen sollen, weil sie aussehen wie, naja, irgendwelche Hunde halt. Weil ich würde das sehr unhöflich ausdrücken, denke ich. Seht ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh dafür, aber ich habe ganz und gar kein Problem damit, wenn Sie sich jetzt schon einmal waschen und kurz bevor wir in Al-Anfa anlegen, noch einmal. Solamini, ihr macht euch keine Vorstellung. Wenn wir dort ankommen, erwarte ich, dass das Schiff ein wahres Anglitz ist, wenn man es ansieht. Männer gepflegt. Ja, das erwarte ich. Also wir können da ja nicht auftauchen wie so zwei Haderlumpen. Ich stelle mir schon vor, wie die Trollzacker Spalier stehen. Ja, und Auf die dem Rüstung Kalb. sind bis dahin auch fertig und meine Holzschnitzereien kommen auch sehr gut voran. Ja, es wird wunderbar. Also helft ihr mir? Natürlich. Wunderbar, wunderbar. Und dann würde Rafim wieder nach unten laufen und anfangen, irgendwelchen Trollzackern den Kopf zu scheren. Ja, auch das wird eine sehr martialische Begebenheit, denn man rasiert hier natürlich nicht mit normalen Rasiermessern, sondern mit Äxten aus Stein. Ja, das ist Rafim egal. Die können ruhig ein paar Narben vertragen, die Jungs. Ja, teilweise ziehst du die Kopfhaut mit ab, was natürlich unter lautem Gejohle mit applaudiert wird und Zulamin, die sich so ein bisschen wegdreht, wenn sie dieses martialische Ritual erkennt. Aber gut, aus Fasar ist man andere Dinge gewöhnt, vielleicht nicht das, aber die Ferkina langen ja auch gut zu. Also noch einmal, ihr möchtet, dass ich euch absichtlich da schneide, ja? Kann ich gerne tun. Naja, darf ich dich auch schneiden? Komm, komm. Nein. Hab gesehen, du hattest auch Narben am Hals. Sie sind jetzt wieder weg. Warum machst du das? Was? Das sind Kiemen, keine Narben. Darf ich mal reinfassen? Nein, bohre ich dir vielleicht in der Nase herum? Kannst du. Kannst du mir auch abschneiden, wenn du willst. Halt still.
Anzwoni, jetzt halt die Schnauze und setz dich dahin. Halt selber die Schnauze! Ja, willst du auf die Fresse oder was? Ja, okay, Rafim, geh mal kurz. Rafim, komm, König! Sulamin, ich muss mit Anzwoni sind kurz dahinter, hinter der Wand unterhalten. Kümmert ihr euch schon mal um den nächsten? Wer war bei Diamantis? Ja, Diamantis hat sich die Geschichte von Haswolf noch zu Ende angehört und streunt jetzt ein wenig über Bord auf Deck herum, schaut sich mit den Händen am Rücken verschränkt die Mannschaft ein, die mittlerweile nach den ganzen Tagen gemeinsam auf See sich doch eingespielt hat und aufeinander arbeiten kann. Kommt er vorne am Deck an, nickt einmal Nebelklang und den Rausrotzern zu, während er sich da ein wenig die Geschütze betrachtet. Nebenbei spricht er so mit Nebelklang in der Hörreichweite. Und, habt ihr ihnen schon Namen gegeben? Ihr meint den Geschützen? Ja, selbstverständlich. Jedes gute Geschütz hat einen Namen. Nun, wir dachten, das steht uns nicht ganz zu. Und spaßeshalber haben wir sie Bardo und Cella genannt, aber das kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Sie haben also noch keine Gravur, mein Herr. Und ihr seid die Leute, die hinter diesen Geschützen stehen. Und ihr habt somit auch das Recht, ihnen Namen zuzugeben. Nun, dann würden wir sagen, rechts Bardo, dies dort ist Cella und die Große in der Mitte... Nun, sagen wir Raul? Reto? Ich weiß es nicht genau. Wer ist euer Lieblingskaiser? Dieser. Kaiser Alrik. Mittelreicher. Ich weiß, dass eine Frau hier, diese Roaya, da spricht der einst so immer drum. Die ist Kaiserin. Aber wer da auf welchen Thron stand und wie lange das her ist, wie viele es waren, das nun, weiß ich nicht. Wie wäre es, euch zu ehren mit Paligan? Und das müsste Alara gewesen sein. Königin Alara Paligan. Was haltet ihr davon? Alara Paligan. Natürlich kennt man diesen Namen. Gefällt mir. So, wird etwas von einer Paligan in die Brust von Darion Paligan stecken. Nun, gefällt das mir wäre wirklich schön. Gut. Nun, ich habe gehört, dass wir wohl an Kunchum vorbei in Richtung von Alanfa segeln. Ist das korrekt, mein Herr? Nein, wir werden in Kunchum ansiedeln. Wir Aber unser Ziel ist doch wohl die Schwarze Perle, oder nicht? Wir werden die Schwarze Perle aufsuchen. Was wir da zwischen, ob wir sie direkt anfahren oder einige Zwischenstopps machen, ist noch nicht ganz geklärt. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir eine neue Navigatorin oder einen neuen Navigator in die Mannschaft bekommen. Avianda ist uns leider verlustig geworden. Nun, meine Kartografiekenntnisse sind bescheiden, möchte ich meinen. Also, wenn das ein Angebot gewesen sein sollte, muss ich leider ablehnen, mein Herr. War es nicht, ja. Denke, war das wohl ein Fauxpas? Ich denke, du bist schon in einer guten Position hinter den Geschützen und danke, mein Herr. Zusammen mit Rappelstein als meine Vertreter hier an Bord. Wir machen uns. Ich muss zugeben, wir hatten am Anfang eventuell einige Probleme, aber jeden Tag läuft es besser. Ich glaube, der Kampf gegen die Seeschlange hat uns auch gut weitergebracht. Ich habe die Maulwürfe bei der Übung betrachtet. Die werden, wenn sie so weitermachen, euch in ihren Können überholen. Also sie waren zwar nicht auf einem Schiff unterwegs, aber sie wissen, wie man hinter den Geschützen steht und man auf Ziele zielt. Pioniere, mein Herr, Pioniere. Sie wühlen lieber in der Erde. Gut, aber wir wollen es nicht dazu kommen lassen, dass ihr hier nur die zweitbeste Geschützmannschaft an Bord seid. Deswegen werden wir üben. Wer sagt denn sowas? War das Rappelstein? Sagte sie, sie sind besser als wir? Noch sagt das niemand und dabei wollen wir es auch bleiben lassen, oder? Sehr wohl, mein Herr. Gut, wir werden üben. Eine spontane Übung, die nächsten 4 Stunden. Jeder, der an Deck ist, wird... Jeder Rausrotzer eurer Einheit wird mitmachen. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, mein Herr. Wir setzen unseren Schwerpunkt auf die Rotzen. Morgen kümmern wir uns dann nämlich um die Hornissen und den schweren Aal. Herzlichen Dank.
Machen wir weiter bei Abelmir. Ja, ich wurde in meiner Kabine, in der Kapitänskajüte auf und ab tigern, weil die Geschehnisse und Erlebnisse in letzter Zeit doch sehr aufwühlend waren und die Sachen, die ich erfahren habe unter Wasser, wabern durch mein Gehirn und ja, es sind so viele Informationen, die ich verarbeiten muss und deswegen mache ich das, was ich üblich mache, wenn ich Informationen verarbeite und Wissen verarbeite. Ich laufe im Kreis und spreche mit mir selber wahrscheinlich. Vielleicht noch währenddessen Tagebucheinträge, fragmentarisch. Genau, so gleich Notizen und durchgestrichen Notizen und wieder Ergänzungen und ja. Sonst noch irgendwas? Nö. Gut. Ja. Ja, dann ist, wenn die anderen das ab und zu beobachten, oder wenn die Matte das beobachtet, entgegen seiner Natur irgendwie gut drauf. Man nicht unbedingt gut drauf im Sinne von, dass er erträglicher wäre, aber er scheint lebhafter zu sein und man hört ihn allenthalben mal den Göttern für sein gutes Glück danken. Warum ist nicht so ganz klar, aber er hängt sich im Moment ziemlich rein. Er tut aber nichts Außergewöhnliches. Ab und zu schaut er mal bei mir rein irgendwie. Ja, wahrscheinlich Gespräch über die neue Prothese, die hoffentlich in Kuntium angefertigt wird. Richtig. Gerade jetzt, wenn du deinen neuen Blitzarm dann eben auch wieder verbergen musst. Auch wenn du halt nur einen Arm hast, aber gerade wenn der jetzt wieder geschädigt ist, ist es einfach ein Graus mit dir und den Artefakten. Wir haben eine wichtige Information erlangt. Ich sehe dies als Gewinn an. Aber nein, ich habe nichts Außergewöhnliches vor. 17 Stunden später. Aufgebrochen von der Position unter oder über Chalvins Thron vorbei an Sephianiel, an Ras Nephedim, Malon Kach, Harasim und Tor Vasra erreicht ihr letztendlich Elbrum. Und damit ist es Zeit für einen Abschied. Sulamin? Nun, Saphira, Miriam, wenn ihr vom Bord gehen möchtet, dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Ich fürchte, wir konnten euch nicht so gut helfen, wie es unsere Absicht war, aber wir haben unser Möglichstes getan und es freut mich, dass du so glücklich bist mit deinen Kiemen, Saphira. Wie gesagt, du musst dir das unbedingt nochmal überlegen. Das ist das Beste, was mir und wahrscheinlich auch dir passieren kann. Was werdet ihr jetzt tun? Abgesehen davon, dass ihr natürlich Orana berichtet. Orana wird uns weitere Anweisungen geben. Ich denke, sie wird den Rat einberufen und es wird darüber entschieden, was jetzt die nächsten Schritte sind. Nun, dann wünsche ich euch alles Gute. Chalvin ist jedenfalls erwacht und es scheint nicht so schrecklich zu sein, wie euer Zirkel angenommen hatte. Auf alle Fälle habt ihr uns geholfen. Also, wenn ihr irgendwo andere Schwestern von uns entdeckt, von der versunkenen Tochter, dann ich denke schon, dass ihr uns ansprechen könnt. Auch wenn wir verborgen sind, als Lotsin oder als Fischerin. Miriam zwinkert. Nun, wenn wir sie erkennen. Grüß das alte Mütterchen von mir und auch bestimmt von Baltax, wenn wir ihn dann in nächster Zeit wiedersehen. Baltax ist uns jederzeit willkommen. Achso, und wenn ihr in den Zug geht, passt auf, da laufen viele Halsabschneider rum. Hat euch ja aber Saphira bestimmt schon erzählt. Ja, aber ich glaube, die sind ganz gut klargekommen. Also sie wirkten jetzt nicht sonderlich verängstigt. Oder, Diamantes, als ich euch damals getroffen habe? Ich denke, ihr könnt euch verteidigen. Ja, aber aus dem Zug sollten wir uns trotzdem fernhalten. Es sind nicht nur einfache Räuber und Ganoven, die sich darauf halten. Also Orana ist wie gesagt die Anführerin und Onara Sapanaros ist eine der Töchter von Chalvin. Aber es gibt wie gesagt noch andere. In Pericom, in Beilung, auch wenn da die Kommunikation ein bisschen schwieriger ist, aber da kann man ja dann rausgehen. Also rund um den Golf von Pericom kann man uns eigentlich finden. Aber ihr habt uns alle auf alle Fälle geholfen. Auch wenn ihr dann in diesem Bauch eingesperrt wart und auf die Hilfe von dieser anderen angewiesen wart.
Aber so wie Saphira das erzählt hat, naja. Würdet ihr euch dann anschließen, wenn wir gegen die Plagenbringer ziehen? Da müsste ich mit Orana mal sprechen, oder wir machen das, ne, Saphira? Natürlich. Das wäre schön. Miriam, ich finde, du siehst das immer alles zu positiv. Ich habe dir erklärt, was das für ein großes Desaster war. Ja, und du siehst es alles zu verkniffen. Ich meine, sei doch mal fröhlicher. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so gefreut habe, dich wiederzusehen. Da merkt man wieder, du bist eine alte Besserwisserin. Ja, und du bist so emotional. Ja, wir lassen euch dann auch mal alleine. Es gibt viel zu tun. Es war schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, du mich auch, Abelmir. Miriam zieht sich ihr Kleid aus und klopft sich wieder auf den nackten Arsch. Ja, euch auch. Nun dann, fröhliches Weiterkommen. Und denkt dran, vielleicht wollt ihr in näherer Zukunft vielleicht nicht gleich hinabtauchen. Die Katzenbeauftragte geht jetzt wieder. Sie war die Katzenbeauftragte. Hört ihr alle? Hallo, Katzenbeauftragte. Ich bekomme noch Sold. Mit Boltax war eine Menge Sold ausgemacht. Ja, genau, das habe ich auch rechnen gehört. Rechnen wir es einmal auf. Also, Verstoß gegen die Kleiderordnung, Abzug von 2 Tagen Sold. Verstoß gegen die Kleiderordnung, Abzug von 2 Tagen Sold. Schlafen im Dienst, Abzug von 2 Tagen Sold. Soll ich weiterrechnen? Ich glaube, ich muss los. Diamantes, nochmal danke. Ich hab's mir gemerkt. Rechts, links, vorne, hinten. Tschüss! Tschüss! Ja. Bin ich der Einzige, der die Nacktheit der Hexen vermissen wird? Ja, ihr seid der Einzige, der die Hexen vermissen wird. Das seht ihr ganz richtig. Ihr seid vor allem nicht derjenige, der darauf achten muss, dass uns die Segler, sag ich schon, dass uns die Seemänner nicht aus den Segeln fallen. Übrigens, wir sollten mal dringend das Dreck schrubben. Wie sieht das denn hier aus? Aber ihr könnt doch nicht so rumlaufen, wenn wir nachher in die Heimat fahren. Wie sieht denn das aus? Ihr wisst schon, dass wir noch einige Tage brauchen. Aber mir das Schiff muss, wenn wir dort ankommen, aussehen wie frisch vom Stapellauf. Auf Hochglanz. Ich will, dass meine Freunde bei der Armada neidisch sind. Das ist das Ziel. Die schwarze Armada muss uns sehen und sich denken, was ein schönes Schiff. Nun, Rafim, und für Körperpflege ist es früh. Da kann sich wann anders jemand anders drum kümmern. Wir werden uns jetzt alle erstmal ins Telamidia absetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche Ruhe. Ach, ihr wollt hier richtig anlanden in Elberum. Nun, wir müssen einen Navigator suchen und wenn wir schon dabei sind, ein paar Schützen, aber wir brauchen einige Teile. Wir sind sicherlich 2-3 Tage hier. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, in Elberum Personal anzuwerben. Kunden wäre mir lieber. Ja, mir auch. Da könnten wir auch gleich fragen im Chortempel. Es gibt da eine berühmte Kapitänsschule, soweit ich weiß. Vielleicht kann uns Ruban Ibn Dahmani jemanden empfehlen. Er hatte doch gesagt, er würde sich freuen, uns zu treffen und uns seinen Sohn vorzustellen. Vielleicht kann die Sulman ja auch etwas wegen dieser Sache in Nersand unternehmen. Ja, also ich denke auch, Kunichom ist die schönere Stadt. Nun, dann müssen wir die allergroßzügigste Einladung der Ephemia ausschlagen und das werden wir doch wohl nicht, na gut, klar zum Ablegen. Oh nein, jetzt sehen wir die Hexe ja gar nicht wieder. Komm, jetzt treibt doch mal die Jungen ein bisschen an, wir müssen hier weg. Und so brecht ihr auf in Richtung Kuntium, dem Tor der Tulamitenlande.